Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute stelle ich mich endlich eurer Herausforderung und werde heute mich der Challenge annehmen. Ich habe euch vor kurzem gefragt, ob ihr eine Herausforderung für mich seht, ob ihr was habt, was ich mal backen soll. Es darf gerne ausgefallen sein und ihr habt mir ganz, ganz viele Kommentare geschrieben über die verschiedensten Plattformen. Es kamen viele Sachen zusammen, die ich vielleicht heute jetzt nicht machen kann, wie zum Beispiel eine fünfstöckige Hochzeitstorte für eine türkische Hochzeit mit fünf verschiedenen Ebenen und sehr komischen Zutaten, wie zum Beispiel Gurke oder Curry. Habe ich mir gedacht, nee, komm, wir machen jetzt echt eine Challenge an mich, die ich dann versuche zu meistern, die dann vielleicht zum Backtrend wird, weil ihr sie zu Hause nachmachen könnt. Das heißt, das war ja so ein Community-Ding und ich habe ja gesagt, kommt, macht alle mit. Also bin ich schon dafür, dass ich etwas auswähle, was ihr eben auch zu Hause nachmachen könnt. Deswegen. Also meine Wahl habe ich getroffen und zwar habe ich hier gelesen und das hat mich dann an ein Dessert erinnert, was ich schon mal gegessen habe. Und zwar ein, jetzt habe ich es schon wieder nicht, wo ist es denn? Hier. Ein 3D-Schokobaum mit Zuckerwatte. Und ich habe tatsächlich sowas vor ein paar Jahren mit Ella entdeckt, mit Ella und Samira. Da waren wir nämlich im Freizeitpark Efterling und haben da, da gibt es diesen großen sprechenden Baum und den haben sie praktisch als Dessert auf ihrer Karte. Und ich kann euch mal da auch ein Bild zeigen, wie das dort aussah, wobei ich im Kopf jetzt ein bisschen was anderes habe, weil das doch sehr kindlich aussieht und ich finde, es darf jetzt schon ein bisschen anders aussehen. Guckt mal, und das war praktisch so ein Schokobaum, obendrauf Zuckerwatte, unten drunter eine Creme. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das Ganze als Erwachsenen-Dessert mache. Also so ein bisschen erwachsener, nicht so kindlich und mit so verschiedenen Komponenten. Ich glaube, ich lasse mich da ein bisschen inspirieren von unserem Freund, vom Tristan Brandt. Der hat ja eine Sterneküche und jetzt mache ich mal so Sterneküche für zu Hause. Ich hoffe, der Tristan lacht mich da nicht aus. Sterneküche für zu Hause mit Dingen, die man überall im Supermarkt bekommt. Hm? Challenge? Okay, ich überlege mir das jetzt erst, wie ich es machen möchte, was ich alles dazu brauche und dann zeige ich euch die Zutaten und zeige euch, was ich zuerst machen muss. Ich glaube, so funktioniert es dann irgendwie. Okay, also ich mache einen Schokobaum. Und darunter hätte ich gern so ein bisschen Erde aus Schokocrumble. Auf den Baum noch Zuckerwatte. Und ich habe jetzt noch eine Zuckerwattemaschine bestellt, weil es, glaube ich, recht cool aussieht. Aber ich habe auch Zuckerwatte gekauft. Also wir gucken jetzt einfach, wie wir das machen. Ich glaube, das passt. Ich mache jetzt erstmal Crumble. Für die Streusel nehme ich 100 Gramm Butter, jeweils 50 Gramm weißen Zucker und Kokosblütenzucker, etwas Salz, 200 Gramm Mehl, da habe ich jetzt ein Dinkelmehl, Weizen geht aber auch, 50 Gramm Kakao, etwas Tonkapaste und 50 Gramm Haselnüsse, die sind bereits geröstet und gehackt. Ich glaube, Kakao kann vielleicht ein bisschen zu viel sein. Ich probiere es einfach gleich. Wichtig ist, dass die Butter kalt ist. Wenn sie warm ist, dann solltet ihr einfach die Streusel später kurz in den Kühlschrank stellen, bevor ihr sie in den Ofen gebt. Okay, dann geht's direkt los. Dann kommen nämlich eigentlich alle Zutaten hier schon mal rein. Und jetzt hier Zucker, Kokosblütenzucker dazu. Den nehme ich jetzt dazu, weil das Ganze so ein bisschen malziger und karamelliger schmeckt. Und das ist ganz gut. Ich glaube, das passt einfach schön. Salz ist immer ganz wichtig. Ich verrühre das erstmal ganz kurz. Okay, sieht schon mal gut aus. Jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Wie gesagt, gebe ich mal, die Hälfte des Kakaos dazu. Ich habe hier auch eine Waage. Dann kann ich das hier, ja, machen wir mal so 20. Dann etwas Tonkapaste, dann hier auch noch mal kurz verrühren. Ich gebe jetzt tatsächlich einen Schluck Wasser dazu, weil ich ja jetzt Dinkelmehl verwendet habe. Wenn ihr Weizenmehl verwendet, braucht ihr es nicht, denn Dinkelmehl zieht so ein bisschen mehr Flüssigkeit. Ich messe aber alles ganz exakt für euch ab, damit ihr das dann daheim nachmachen könnt. Es ist schon noch sehr bröselig, aber ich glaube, den Zweck erfüllt es, weil normale Crumble sind ja so ein bisschen größer. Ich will aber, dass es wie Erde aussieht. Deswegen sieht jetzt auch aus wie Mehl, aber das wird schon.
Also so darf die Masse jetzt aussehen, schön krümelig. Falls noch Butterstückchen da sein sollten, falls ihr das mit der Hand verknetet, dann könnt ihr auch immer schön so ein bisschen reiben. Dann spürt man das nämlich auch. Aber hier ist wirklich alles perfekt vermengt. Okay, ich gebe jetzt hier aber noch ein paar Haselnüsse dazu. Die dürfen nämlich nochmal mitrösten. Und jetzt einfach schön verteilen und im Ofen backen. Okay, die Crumble sind noch im Ofen. Ich habe jetzt hier schon mal die Zutaten für die fruchtige Komponente und nehme jetzt hier 200 Gramm Himbeeren und 200 Gramm Kirschen, beides aus dem Tiefkühlfach, 50 Gramm Zucker, etwas Zimt, Zitronensaft und Wasser. Ich glaube, die Challenge an mich war ja auch so ein bisschen, bereite alles in der Kernwurst zu. Das haben ganz viele geschrieben, das mache ich jetzt auch. Ihr könnt es jetzt auf dem Herd kochen, im Topf oder eben in der Küchenmaschine. Alle Zutaten reingeben. Und dann kann ich jetzt hier einfach das Ganze aufkochen lassen, 100 Grad, ein bisschen rühren oder wie gesagt einfach im Kochtopf. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Mein Gott, sieht halt aus wie Marmelade. Ist ja im Prinzip eine Marmelade einfach. Und die könnt ihr jetzt gerne entweder pürieren oder auch so belassen. Ich lasse das so. Ich fülle es einfach hier rein. Die Streusel sind mittlerweile auch fertig. Lasse ich auch abkühlen. Und ich glaube, jetzt wagen wir uns schon mal dran, oder? Jetzt werden wir Kuvertüre temperieren. Ich bereite es mal kurz vor. Und weil, wenn das halt nicht funktioniert, dann brauchen wir uns ja auch den Rest. Dann können wir den Rest uns ja auch sparen. Ja, dann nehmt ihr euch jetzt eure Lieblingsschokolade. Ich bin ja so ein Zartbitter-Fan und ich finde, das passt jetzt auch ganz gut. Aber falls ihr Vollmilch bevorzugt, dann nehmt einfach Vollmilch oder auch gerne weiße Schokolade. Besser ist es, wenn ihr jetzt Kuvertüre nehmt, weil die einfach auch schön fest wird. Und wichtig ist jetzt hier, dass die Kuvertüre temperiert, also vorkristallisiert wird. Was ihr hier immer ganz gut auf der Verpackung bei Colorboard, muss ich sagen, ablesen könnt, dass man eben Kuvertüre erstmal erwärmt auf einen bestimmten Punkt und dann wieder mit fester Kuvertüre runterkühlt. Also die Kuvertüre praktisch impft. Hat nichts mit dem Impfen zu tun, sondern heißt einfach Schokolade impfen mit fester Kuvertüre. Aber wie gesagt, da mache ich ja auch nochmal ein Schokoladen-Basic-Video für euch, weil das schon so ein bisschen eine kleine Wissenschaft ist. Und das könnt ihr jetzt entweder über dem warmen Wasserbad oder in der Mikrowelle oder tatsächlich auch in der Kernwood. Da entscheidet ihr einfach, was für euch am einfachsten ist. Ich mache das jetzt hier. Es gibt sogar ein Programm dafür tatsächlich, dass man das machen kann. Das zeige ich euch mal, das habe ich euch auch noch nie gezeigt. Daher kann man hier so Eischnee schlagen, Biskuit, Teig kneten, Schweizer Baiser und so weiter oder eben Schokolade schmelzen. Und jetzt ist die Kuvertüre geschmolzen, das waren jetzt zwei Drittel. Nehmt es dann von der Hitze runter und dann kommt nochmal das restliche Drittel dazu. Bei mir also jetzt so 150 Gramm. Und dann einfach ohne Wärme nochmal verrühren lassen. Jetzt machen wir ganz kurz eine Schokoladenprobe, das heißt, einmal die Teigkarte verwenden, wenn ihr denkt, dass die Kuvertüre jetzt gut ist und keine kleinen Stückchen mehr drin sind. Das sieht man dann auch ganz gut. Dann einmal kurz so eine Spitze eintauchen und auf die Arbeitsfläche legen. Und wenn es bei Raumtemperatur innerhalb von einer Minute ungefähr schön fest wird und glänzt, dann ist sie gut. Und ich bereite schon mal mein Eiswasser vor. Die Kuvertüre passt. Also jetzt nehmt euch entweder einen Spritzbeutel oder einfach eine Gefriertüte, das geht auch. Da bei der Gefriertüte könnt ihr nämlich darauf achten, dass ihr praktisch die Ecke mit der Schokolade füllt. Ein Spritzbeutel ist natürlich einfacher, weil der schon eine schöne Spitze hat und so eine Ecke. Gut, dann oben eine kleine Spitze wegschneiden. Ich glaube, ich zitter ein bisschen.
Ja, normalerweise bewirkt das Eiswasser jetzt, dass man da quasi eine Form reinspritzen kann und dann wird die halt gleich fest. Okay, ich probiere jetzt erstmal die erste Idee. Ich probiere jetzt erstmal so einen zweidimensionalen Baum und dann noch einen und das so aneinander. Wird schon, aber ich finde es noch ein bisschen zu dünn. Schnipsel immer schön weg, dass die nicht im Essen landen. Wird schon. Ich habe nur Angst, ein bisschen, dass es nach Kindergarten aussieht. Und jetzt ist echt gut, wenn der so ein bisschen nach unten sinkt. Ihr seht schon, die Eiswürfel, die helfen ja dabei. Also es wird jetzt nicht reichen, nur eiskaltes Wasser zu nehmen. Die Eiswürfel halten ja sozusagen die Form. Und dadurch, dass die eben unterschiedlich groß sind, hat ja die Schokolade den Platz, um sich da drauf abzustützen. Die Bäume haben funktioniert. Ich habe sie jetzt im Kühlschrank zwischengelagert und ich habe mir jetzt überlegt, als cremige Konsistenz und Komponente, mache ich jetzt eine Mousse au Chocolat. Und das ist jetzt einfach das klassische Rezept von meinem Blog. Dafür nehme ich 200 Gramm steif geschlagene Sahne, 200 Gramm Kuvertüre, die ist bereits geschmolzen, 50 Gramm Sahne, einen heißen Espresso, der hat 50 Milliliter, 50 Gramm Zucker, etwas Salz und hier habe ich noch 4 Eier und die sind bereits getrennt. Genau, und jetzt gebe ich schon mal das Eiweiß in die Rührschüssel. Hier jetzt einfach darauf achten, dass es frische Eier sind, weil sie jetzt wirklich roh auch weiterverwendet werden. Prise Salz dazu. Und während des Steifschlagens einfach den Zucker schön einrieseln lassen. So sieht es schon perfekt aus. Es darf so leicht, ich mag zwar das Wort nicht, aber es darf so leicht schlotzig aussehen. Genau, dann ist es gut. Hier. Und dann kurz zur Seite stellen. Und jetzt habe ich hier die flüssige Kuvertüre. Da kommt jetzt der Espresso dazu. Ihr könnt es auch so machen, dass ihr den Espresso mit der Sahne erwärmt und dann die Schokolade dazugebt und dann schmilzt sie auch da drin. Sahne noch dazu. Perfekt. Und jetzt gebe ich einfach die 4 Eigelbe hier rein. Die Schokosahne direkt hinterher. Jetzt schön cremig verrühren. Jetzt habe ich hier die Schokocreme und da hebe ich jetzt vorsichtig den Eischnee unter und die Sahne, und zwar beides im Wechsel. Erstmal ein bisschen Eischnee und dann noch Sahne. Dann fülle ich das jetzt hier einfach schön um in ein flaches Gefäß, damit es eben auch schön kalt wird. Normalerweise würde ich jetzt die Mousse au Chocolat zum Beispiel in einzelne Gläser füllen, aber später versuche ich da so kleine Kügelchen oder Nocken draus zu formen. Deswegen hier rein und dann schnell in den Kühlschrank. Die Mousse au Chocolat kommt in den Kühlschrank, bis sie schön fest ist. Die Fruchtkomponente kommt auch in den Kühlschrank und ich werde jetzt schon mal meine Platte, auf der ich das servieren möchte, also Teller oder Platte, ins Gefrierfach stellen. Und dann habe ich eigentlich alles vorbereitet. Das heißt, wenn ihr das mal nachmachen wollt, ihr könnt es auch am Tag vorher zubereiten und einfach alles kühl stellen und habt am nächsten Tag keine Arbeit mehr damit und habt ein hoffentlich perfektes Dessert. Ihr redet so, als hätte ich es schon, gell? Ja, wir haben echt Glück. Die Zuckerwattemaschine kam tatsächlich noch an, denn ich möchte jetzt noch ein bisschen Zuckerwatte machen, damit ich auch die Baumkrone machen kann. Und
Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, also ich probiere es mit euch zusammen aus. Aber ich würde jetzt sagen, ich färbe ein bisschen Zucker ein. Ich nehme ganz normalen Haushaltszucker und gebe davon ein bisschen was hier rein und ein bisschen was da rein. Und ich meine, es hat jetzt nicht jeder eine Zuckerwattemaschine daheim. Ich habe sie extra jetzt für den Dreh bestellt. Ansonsten könnt ihr entweder den Part weglassen, was anderes für die Baumkrone nehmen oder zum Beispiel auch Zuckerwatte einfach bestellen oder eben im Supermarkt kaufen. Wir haben auch tatsächlich welche aus dem Supermarkt da, das gibt es auch. Aber ich denke, Zuckerwatte eignet sich ganz gut, weil es eben leicht ist, nicht so schwer und die Äste dann nicht kaputt macht und weil es, glaube ich, optisch ganz hübsch aussieht, wenn man das wie so kleine Wölkchen draufsetzt. Ich färbe den Zucker jetzt relativ stark, glaube ich, ein, weil das ja durch... Ich glaube, es wird nämlich dann heller. Wenn ihr übrigens keine Lebensmittelfarbe habt, dann könnt ihr zum Beispiel bunte Bonbons nehmen und die Bonbons zerstoßen im Mixer und dann müsste es eigentlich auch klappen. Die sind ja dann schon gefärbt. Okay, laut Sicherheitsvorschrift des Gerätes erstmal ausmachen und warten, bis das aufhört, sich zu drehen. Dann den Zucker rein. Oh, schon viel. Ich bin mal gespannt. 5 Stunden später. Aha, die ersten Fäden. Das sieht aus wie Spinnennetz. Ich glaube, ich öffne den Zuckerwattestand. Ach, wie cool. Warte, ich nehme erst den Schmutz weg. Jetzt ist rein. Oh Gott, oh Gott. Oh, da ist Feuer. Ja, das ist rein. Können wir jetzt die Feuerwehr rufen? Ich muss das hinten rausholen, das brennt immer weiter. Und das dann. Oh, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich für zu Hause, wenn da so ein Feuer entsteht. Und Tolga, wie riecht? Riecht voll gut. Riecht ihr das? Es riecht nicht nach Feuer, es riecht wirklich nach... Es hat da unten drin gerade gebrannt und ich weiß nicht, und ich weiß nicht, ob ich das Gerät jetzt nochmal einschalten sollte. Feuermelder geht nicht an, ne? Doch. Dann sollten wir es rausstellen. Boah, das macht komische Geräusche. Da brennt's. Das Gerät brennt jetzt einfach. Und ich habe nur 2 Rosane gemacht. Toll. Brennt's noch? Jetzt geht's los. Nach einer kurzen Feuerunterbrechung habe jetzt kurz das Gerät rausgestellt, weil es tatsächlich angefangen hat zu rauchen. Aber das macht jetzt nichts. Ich habe hier meine Servierplatte, die war eingefroren. Hier habe ich eine Pfanne schon mal erwärmt und werde jetzt einfach den ersten Baum nehmen. Ich nehme jetzt mal... Ich nehme mal den. Und ich werde jetzt hier den Boden so ein bisschen schmelzen. Und dann hoffe ich, dass die Schokolade da jetzt gleich wieder fest wird. So. Gut. Aber ich schmelze trotzdem noch ein bisschen Kuvertüre. Damit kann ich dann trotzdem noch mal so ein paar Feinheiten machen. Okay, also ich nehme jetzt einen Löffel, diesmal keinen Eisportionierer und versuche so kleine Nocken zu machen. Die setze ich da drauf und dann... Irgendwie noch das andere drumherum. Dann natürlich Frucht.
Und die sitzt hier in so einer Dosierflasche. Und bevor ich die hier reingefüllt habe, habe ich sie nochmal durch ein Sieb gestrichen. Nicht durch die flotte Lotte, sondern das fleißige Lieschen, die ist so ein bisschen feiner. So sind die Kerne jetzt weg und dann verstopft da vorne die Öffnung eben nicht, wie ihr sehen könnt. Dann ein paar Kakaonips. Okay, jetzt probieren wir das noch mit der Zuckerwatte, ne? Kann man das da drauf? So, der Trick mit der Schere, dass man die Zuckerwatte nicht so zerdrückt. Ich habe es mir tatsächlich nicht ganz so cool vorgestellt. Und es ist ja doch, also würde ich jetzt sagen, recht einfach zum Nachmachen, oder? Schon, ne? Ich habe mich der Challenge angenommen. Hier ist mein Dessert, der 3D-Baum aus Schokolade und einer Schokoladenmousse mit Fruchtkomponente. Und ich finde, es sieht doch ganz cool aus. Und vor allem könnt ihr das zu Hause auch nachmachen. Mit ein bisschen Eiswasser, einem Spritzbeutel und keiner Zuckerwattemaschine, weil ihr Zuckerwatte am besten einfach kauft. Das war ein kleiner Sicherheitsfaktor, den man vielleicht, das sollte man vielleicht nicht nachmachen. Außer man macht es richtig und liest die Gebrauchsanweisung genau. So, jetzt hole ich gleich Samira, glaube ich, zum Probieren. Jetzt bin ich doch ziemlich erleichtert. Das hat alles funktioniert. Was ihr beachten solltet auf jeden Fall, ihr könnt alles quasi vorbereiten und auch den Baum so in den Kühlschrank stellen, außer die Zuckerwatte. Die wird nämlich relativ schnell feucht und wird dann so ein bisschen matschig. Also die am besten erst zum Schluss mit draufgeben. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach mal Samira probieren, weil sie ja das Dessert damals in Efterling schon probiert hat. Wobei es ja komplett neu interpretiert ist und eigentlich so hoffentlich eure Challenge erfüllt hat irgendwie, ach egal. Samira, komm, probieren. Mein Kopf ist schon durch. Ich war echt unter Anspannung, ne? Ich hab mir gedacht, ich mache diesen Baum. Die Community hat mich rausgefordert. Und was meinst du? Wie sieht es aus? Also ich finde es richtig schön. Ja? Mhm. Und erinnerst du dich noch, als wir im Freizeitpark waren und du hattest mal vom sprechenden Baum so ein Dessert? Das war im Restaurant, gell? Ja. Mhm. Okay, und zwar ist es ein Schokobaum und darunter ist Mousse Schokolade und so eine Fruchtcreme. Und ja, darfst du einfach mal probieren, weil ihr Kinder, ihr seid ja immer ganz ehrlich. Das sieht. Aha, ich habe sogar alles erwischt. Mhm. Ich find's gut. Ja? Mhm. Also schmecken tut's auch. Ich finde es auch tatsächlich echt gut. Vor allem die Crumble, die mag ich echt gerne, weil die echt gut schmecken. Mit den Haselnüssen noch dabei. Dann so diese fruchtige Komponente. Also ich finde, selbst wenn ihr jetzt keinen Baum draus zaubert, könnt ihr ja trotzdem diese ganzen Komponenten vermischen. Also Mousse Schokolade, Fruchtkomponente, die Crumble irgendwie noch so obendrauf und dann noch ein paar Schokosticks zum Beispiel. Passt nämlich geschmacklich echt gut zusammen. Und falls ihr euch rantraut, dann probiert es doch wirklich mal mit diesem Baum. Ihr könnt ja auch wirklich eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt einen Baum machen, der ein bisschen abstrakter ist. Ihr könnt Zuckerwatte draufpacken oder auch nicht. Oder zum Beispiel auch Popcorn zubereiten und Popcorn draufkleben. Also ich glaube, da kann man echt so ein bisschen kreativ werden. Das heißt, ihr habt mir diese Aufgabe gestellt. Ich habe sie hoffentlich erfüllt. Schreibt es gerne mal drunter. Und vielleicht traut ihr euch ja an diesen Backtrend dran. Wenn ja, dann lasst uns auf jeden Fall daran teilhaben und zeigt uns eure Fotos. Also postet sie gerne, wir schauen sie an und reposten sie. Vielen, vielen Dank auch an die ganzen Einsendungen. Und ich werde mich nochmal so durchgucken und durchlesen, was ihr noch so alles geschrieben habt. Denn ich finde, so Challenges können wir ruhig öfter machen. Da bin ich auch, ich bin zwar ein bisschen unter Anspannung, aber trotzdem ist es ja auch für mich immer eine schöne Herausforderung. Und vor allem, wenn es klappt, ist umso schöner. Hm? Mama, darf ich eine Zuckerwatte? Natürlich. Oh. Ich habe nur drauf gewartet, bis du sie mal probierst. Weil ich finde die auch ganz cool, muss ich sagen. Die schmeckt sehr gut. Mhm.
Bisschen nach Mandel. Ja, Mandelstrunk, Mandelaroma. Das schmeckst du raus, gell? Ich finde es nämlich auch, an manchen Stellen ist voll viel Mandelaroma, an manchen weniger. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe eine Idee. Hm? Und zwar, man macht das so. Ich mag das auch voll gern. Und aus dem Rest machen wir einfach einen Löffel Dessert.